Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und heute geht es um ein kleines Update zu meinen Aktienkäufen aus dem Monat Februar. Der ein oder andere wird denken, Mensch, der hat doch schon ein Video gemacht, wieso bringt er denn jetzt noch eins raus? Naja, im echten Leben ist es manchmal so, dass man gewisse Dinge eben anders plant, als sie dann tatsächlich kommen. Ich wollte euch aber trotzdem weiterhin informiert lassen und nicht, dass ihr euch am Wochenende bei dem Depot-Update wundert, Mensch, wo kommen denn auf einmal diese neuen Positionen her? Was habe ich gemacht? Also zu den Sparplänen, die ausgeführt worden sind, habe ich noch drei Einmalkäufe gemacht. Einmal Shell für knapp 800 Euro, Imperial Brands für knapp 800 Euro und auch erstmalig bei Gazprom bin ich rein, auch für knapp 800 Euro. Hätte ich noch ein paar Stunden gewartet oder ja, im Prinzip ein paar Stunden, wäre es dann doch noch ein Ticken günstiger gewesen, aber wie es immer so ist, da steckt man eben nicht drinne, stört mich jetzt aber nicht weiter. Falls es die Tage nochmal weiter runtergehen sollte, könnte ich auch nochmal etwas Geld nachschießen. Es war wie gesagt alles nicht so geplant, aber manchmal muss man eben zugreifen, wenn man denkt, man hat da jetzt eine ganz gute Chance. Das heißt, auch diese Übersicht hat sich jetzt eben verändert. Das wäre jetzt die Aktualisierung, das heißt Imperial Brands. Deutlich aufgestockt würde ich jetzt in den nächsten 12 Monaten 192,07 € brutto bekommen. Zweite Position dann mit Royal Dutch Shell 128,80 €. Und wir haben dann noch die Gazprom jetzt drin. Die hat selbstverständlich dann auch noch diese ADR-Spesen, diese Gebühr. Die habe ich jetzt hier nicht berücksichtigt, aber brutto wären es hier 58,42 €. Das bedeutet, in den nächsten 12 Monaten bekomme ich brutto eine Dividende von 1.100,54 €. Das sieht man jetzt hier unten auch ganz schön. Wir sind dann doch gegenüber meinem Einstandswert bei einer Dividendenrendite von 3,65%, nachdem wir im Januar eben die 3,15% hatten, die in meinem letzten Video leicht erhöht war schon, aber eben durch diese drei Einzelkäufe jetzt doch mal deutlich angestiegen ist. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich die nächsten Tagen und Wochen der ganze Aktienmarkt eben entwickeln wird. Es ist sehr, sehr viel Angst unterwegs. Kann man natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Die Frage ist, ob diese Angst vielleicht etwas zu übertrieben ist und ab welchem Punkt sich das Ganze tatsächlich dann irgendwann auch drehen wird. Ich bleibe weiterhin völlig entspannt investiert und werde sukzessive einmal nächste Woche Montag natürlich via Sparpläne nachkaufen und dann schauen, bei einzelnen Positionen, wo ich denke, es wäre sinnig, nochmal einen Einzelkauf zu tätigen, vielleicht nochmal den einen oder anderen Einzelkauf tätige. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr außerplanmäßig jetzt schon zugegriffen oder sagt ihr, nee, ich gucke mir das lieber noch an und greife dann später zu? Würde mich wie immer sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Sven.